Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger, die Hallen hier sind mir nicht fremd. Als ich noch Gewerkschaftssekretär war hier in Stuttgart, haben hier ganz, ich kann fast sagen, revolutionäre Veranstaltungen stattgefunden. Viel von dem, was bei uns zurzeit auch in der Forderung ist, zum Beispiel Verkürzung der Arbeitszeit, wurde hier in diesem Raum nicht nur diskutiert, sondern auch beschlossen und dann auch mit vielen Diskussionen in einem über 6-wöchigen Streik, die immer hier wieder die Streikleitungen zusammengefasst wurden, diskutiert und besprochen. Das war alles eine sehr schöne Sache, deshalb bin ich sehr gern hergekommen. Ich komme gerade aus Niedersachsen, liebe Genossinnen und Genossen. Dort war gestern Landesparteitag und langsam wird mir meine Partei ein wenig unheimlich. Was? Wisst ihr warum? Die Konstituierung des Landesparteitags in Niedersachsen hat nur 5 Minuten gedauert. Und jetzt habe ich mitgekriegt, ihr wart genauso schnell. In 5 Minuten eine Konstituierung. Das ist das beste Zeichen, was wir nach außen machen können, liebe Genossinnen und Genossen. Dass wir uns nämlich nicht mit uns selber, sondern mit der Lage der Menschen beschäftigen wollen. Und deshalb ist es gut, dass inzwischen bei uns solche Dinge sehr schnell abgehen und dass wir uns nicht mit solchen Fragen beschäftigen müssen. Und einen zweiten Punkt möchte ich meiner Rede sozusagen vorausschicken, weil das ein bisschen den Gebrauchswert der Linken, sozusagen, wo unsere Notwendigkeit besteht, diesen Gebrauchswert nochmal deutlich macht. Ich war gestern auch vor 2 Werkstoren, weil dort die Beschäftigten in der Firma Atlas streiken, weil sie einen Tarifvertrag wollen für ihre Beschäftigten in diesem Unternehmen. Und der Geschäftsführer, der heißt Filipov, der dieses Unternehmen neu gekauft hat, verweigert nicht nur den Beschäftigten den Tarifvertrag, sondern er redet überhaupt nicht mit den Menschen, er redet überhaupt nicht mit der IG Metall, auch nicht mit den dortigen Menschen, die streiken. Und er lässt dann für Frankfurter Rundschau seine geistigen Ergüsse durch das Volk, und ich will Ihnen einen von diesen geistigen Ergüssen zur Kenntnis geben. Er sagt nämlich, stellt euch das mal vor, ich habe das erstmal nicht geglaubt, wenn ich es nicht gelesen hätte, er sagt: Ich habe meine Frau beauftragt, dass sie, falls ich im Moment der Schwäche eine derartige Vereinbarung, also einen Tarifvertrag, unterschreiben will, mich erschießen soll. Er sagt, ich habe vor dem Werkstor gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, habe ich da gesagt, sag dem doch mal bitte, dass das Erschießen von Menschen in der Bundesrepublik Deutschland verboten ist. Darf man nicht. Und sag dem zweitens, dass er, selbst wenn ihn seine Frau erschießen würde, ihm das nichts nützen würde. Tarifverträge wirken nämlich nach, auch wenn er erschossen wird, wenn er unterschrieben hat. Aber es zeigt den Verfall von Sitte und Kultur in unserem Land, dass sowas überhaupt möglich ist. Und er sagt dann, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, er sagt, der Entwurf dieses Tarifvertrags sei eine Beleidigung seiner Intelligenz. Also besonders schlau konnte er nicht sein, ich möchte es kurz begründen. Es kann er deshalb nicht sein, weil wenn er klug wäre, würde er wissen, dass der Exporterfolg der Bundesrepublik Deutschland unter anderem deshalb zustande kam, weil eins den bundesdeutschen Unternehmen nicht möglich war, grenzenlos die Arbeitszeit nach oben zu setzen oder den Lohn grenzenlos nach unten zu setzen. Jedenfalls für die meisten Betriebe ist es noch so. Für die meisten Beschäftigten auch noch. Und weil das so war, mussten sich die Unternehmen immer was einfallen lassen, wenn sie mehr verdienen wollten. Sie mussten nämlich entweder neue Produkte entwerfen, sie mussten vernünftig ausgebildete Belegschaften haben, sie mussten vernünftige Innovationen in ihrem Unternehmen haben, auch was die Technik angeht. Das war ein Erfolgsmodell. Und ein Erfolgsmodell ist nicht Löhne drücken und Arbeitszeiten erhöhen. Und dafür steht die Linke, dass dies in unserem Land nicht möglich wird, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb glaube ich, ich kann den Genossinnen und Genossen, die da in Delmenhorst da sitzen, auch nochmal von euch die Solidarität mitteilen. Denn ich habe gesagt, ich werde das bundesweit bekannt machen, was da inzwischen abgeht. Wir brauchen bei uns in der Bundesrepublik vernünftige Löhne und vernünftige Arbeitsbedingungen. Und wir sind die Partei, die dafür einsteht. Das ist unser Gebrauchswert, liebe Genossinnen und Genossen, für die Menschen in unserem Land. Und genau deshalb war die Linke ein Erfolgsmodell, weil wir uns um die Fragen gekümmert haben, die die Menschen unmittelbar bewegen. Und was sind das für Fragen? Das sind die Menschen: Wie viel kriege ich, dass mein Leben
nicht sozusagen der Monat nicht länger dauert, als der Geldbeutel voll ist. Das ist die Frage, wie schaut es aus, wenn ich in Rente gehe? Wie ist unser Gesundheitssystem organisiert? Wie ist unser Bildungssystem aufgebaut? Was ist mit der Frage des Friedens in unserem Land? Das sind die Fragen, die wir als Linke in den Vordergrund gestellt haben. Und der Erfolg, liebe Genossinnen und Genossen, gibt uns recht. Wir sitzen bis jetzt von 16 Landesparlamenten in 13. Drei fehlen noch, liebe Genossinnen und Genossen. Drei fehlen noch. Da fehlt noch Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Und, liebe Genossinnen und Genossen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wollen wir im nächsten Jahr erledigen. Das ist unsere klare Botschaft. Das wollen wir erledigen. Und was mich dann natürlich als Bayer ein wenig ärgert, die Letzten, die dann noch übrig sind, sind die Bayern. Die Letzten, die noch übrig sind, sind die Bayern. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, gerade deshalb ist es auch so wichtig, dass wir unsere Serie des Einzugs in die Landtage fortsetzen. Das, was bei euch in Baden-Württemberg passiert und auch das, was in Rheinland-Pfalz passiert, ob es uns gelingt, dort in die Landtage einzuziehen, ist nicht nur eine Frage der Landespolitik. Dort ist es natürlich besonders wichtig, insbesondere weil wir in Baden-Württemberg möglicherweise eine wichtige Rolle bekommen können, auch in der Frage, wer denn da regiert oder nicht regiert. Aber es ist vor allen Dingen auch bundespolitisch von Bedeutung. Die glauben doch momentan, die Roten und die Grünen, sie könnten ohne uns allein wieder regieren und dann kriegen wir dieselben Sauereien wie 1998. Eine Stärke, die auch von Baden-Württemberg ausgeht, macht uns auch im Bund stärker und dann wird deutlich, ohne die Linke geht nichts mehr in diesem Land. Das muss die Botschaft sein, die wir vermitteln müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich noch ein paar Bemerkungen machen, wo wir zurzeit stehen. Ich habe vor kurzem die Bundeskanzlerin gehört im Deutschen Bundestag. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Dann dachte ich, wen meint die eigentlich mit wir? Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konnten sie nicht gemeint haben. Die haben in dem Aufschwung, den wir hatten vor der jetzigen Krise, in diesem Aufschwung, trotz Aufschwung, das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik sinkende Reallöhne. 1,5% weniger im Aufschwung. Also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren gar nicht in die Lage versetzt, über ihre Verhältnisse zu leben. Wen konnten sie denn dann gemeint haben? Vielleicht die Rentnerinnen und Rentner. Ja, wir wissen doch genau, dass denen Nullrunden verordnet wurden, und zwar eine nach der anderen. Und wir wissen, dass die Rentenformel so verändert wurde, dass die Renten abgekoppelt wurden von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Also die Rentnerinnen und Rentner konnten sie auch nicht gemeint haben, wenn sie gesagt, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Bleiben vielleicht noch die, die ihr Arbeitslosengeld 2 beziehen. Das konnte es aber auch nicht gewesen sein, weil wir wissen, dass die Gruppe, übrigens verfassungswidrig, ihre Bezüge an die Renten gekoppelt bekommen hat und die sind ja nicht mehr gestiegen. Ja, wer bleibt denn dann noch übrig? Es bleibt nur noch eine Gruppe übrig, die offensichtlich über die Verhältnisse gelebt hat. Das sind die, die ihr Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen beziehen, liebe Genossinnen und Genossen. Die muss sie gemeint haben. Und es ist genau die Gruppe, deren Sprecher Westerwelle uns sagt, wir hätten eine spätrömische Dekadenz. Das ist eine solche Unverschämtheit, liebe Genossinnen und Genossen. Da müssen wir mal deutlich machen, mit uns, mit der Linken, wird das nicht durchgehen. Wir wollen, dass die Krisenlasten nicht nur gerecht verteilt werden. Das sagen die Sozialdemokraten und die Grünen. Nein. Gerecht verteilen wollen wir nicht. Wir wollen das Verursacherprinzip einführen. Die Schäden angerichtet haben, sollen zahlen. Und nicht die Arbeitslosengeld 2-Empfänger. Und nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und nicht die Rentner. Und das ist genau das Umgekehrte von dem, was die Kanzlerin macht. Und wir wissen, wie dieses sogenannte Sparpaket, wie dieser soziale Kahlschlag aussieht. Belastet wird ausgerechnet die Gruppe von Menschen, die arbeitslos ist, die im Arbeitslosengeld 2 Bezug ist, denen wird das Elterngeld gekürzt, das Übergangsgeld wird gekürzt, wird gestrichen vom Arbeitslosengeld 1 ins Arbeitslosengeld 2. Rentenbeiträge gibt es überhaupt keine mehr. Wir sehen also, was da letztendlich abgeht, liebe Genossinnen und Genossen. Es sollen die Schwächsten in der Gesellschaft, die offensichtlich nicht so gut aufgestellt sind wie bei uns die Atomindustrie oder die private Krankenversicherung,
Diese Gruppe von Menschen sollen die Krisenlasten bezahlen, die andere eingebrockt haben. Und da haben wir ganz andere Vorschläge und über die möchte ich jetzt reden, liebe Genossinnen und Genossen. Der Gebrauchswert der Linken, liebe Genossinnen und Genossen, der ist an vier Punkten festzumachen, wo unsere Grundlinien der Politik laufen. Und die erste Grundlinie ist, wir sind die Partei, das klingt jetzt erstmal ganz einfach, der Verteilungsgerechtigkeit. Was heißt das? Die Menschen, die diesen Reichtum in dieser Gesellschaft erwirtschaften, von dem wir letztendlich alle leben, die müssen auch die Früchte ihrer Arbeit wieder bekommen und nicht andere. Und wie geht es? Wie ist es Ihnen eigentlich gelungen, in der letzten Zeit Verteilungsungerechtigkeit herzustellen? Wir wissen, dass die Löhne und Gehälter am Volkseinkommen immer weniger geworden sind. Der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen hat jetzt noch eine Rate um die 64%, der war im Jahre 2000 noch bei 72%. Der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen geht laufend zurück. Wir haben selbst, ich habe gesagt, im Aufschwung sinkende Löhne. Wir haben immer mehr Niedriglohnbeschäftigte. Wie ist es Ihnen gelungen, die Löhne nach unten zu drücken? Da ist im Wesentlichen ein Punkt zu nennen und das waren die Hartz-Gesetze, liebe Genossinnen und Genossen. Weil die Hartz-Gesetze nicht nur auf die wirken, die in diesem System sind, nicht nur auf die wirken, die jetzt 5 Euro mehr bekommen sollen, liebe Genossinnen und Genossen, sondern das Arbeitslosengeld II, dieses Hartz-System, wirkt anders. Es wirkt als Hungerpeitsche für alle die, die noch in Beschäftigung sind, liebe Genossinnen und Genossen. Weil die Angst vor Arbeitslosigkeit, die Angst in diesem System zu landen, so groß ist, dass immer mehr Menschen Arbeitsbedingungen akzeptieren, Löhne akzeptieren, Demütigungen am Arbeitsplatz akzeptieren, die Streichung von Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld akzeptieren. Damit muss Schluss sein. Deshalb sagen wir auch, Hartz muss weg, weil wir wieder vernünftige Löhne wollen in diesem Land, liebe Genossinnen und Genossen. Und die weiteren Elemente, die dazu beigetragen haben, dass die Löhne nach unten weggerutscht sind, das ist diese unsägliche Leiharbeit, liebe Genossinnen und Genossen. Der Tatbestand, dass Menschen dieselbe Tätigkeiten machen, aber unterschiedlich entlohnt werden, und zwar deutlich bis zu 50% weniger, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben jetzt einen Antrag eingebracht in den Deutschen Bundestag, um diesen Unsinn abzustellen. Und er ist ganz einfach, hat drei wesentliche Punkte. Der erste ist, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, das von dem kann nicht abgewichen werden, auch nicht von Tarifverträgen. Der zweite Punkt, liebe Genossinnen und Genossen, warum machen wir es nicht so wie in Frankreich, da kriegen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer einen Zuschlag von 10%, weil sie besonders flexibel sein müssen. Der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, wer weiß am besten, ob ein vernünftiger Vollzeitarbeitsplatz zu tarifvertraglichen Bedingungen wegfällt und durch einen Leiharbeitnehmer ersetzt werden soll. Das sind unsere Betriebsräte. Also brauchen die Betriebsräte ein Vetorecht bei Leiharbeit. Dann können wir dieses Ding vernünftig regeln, liebe Genossinnen und Genossen. Das sind unsere Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Und ein weiterer Punkt, der die Löhne nach unten drückt, liebe Genossinnen und Genossen. Man glaubt es ja kaum. Von den Menschen, die bis zu 25 Jahre alt sind, haben inzwischen 40% nur noch einen befristeten Arbeitsplatz. 40% nur noch einen befristeten Arbeitsplatz. Was ist mit denen, wenn sie einen Kredit wollen auf der Bank? Was ist mit denen, wenn sie sich eine Wohnung mieten wollen und einen Mietvertrag unterschreiben sollen? Ist es nicht so, dass der Mieter guckt und sagt, ja, können Sie die Miete eigentlich in einem Jahr noch bezahlen? Was haben Sie denn für einen Arbeitsvertrag? Wie ist denn das, wenn er auf die Bank geht, liebe Genossinnen und Genossen? Wie ist denn das, wenn die jungen Menschen Familien gründen wollen und gleichzeitig wissen, dass sie möglicherweise in einem Jahr keinen vernünftigen Job mehr haben, weil der Arbeitsvertrag ausgelaufen ist? Liebe Genossinnen und Genossen, das ist doch unakzeptabel. Wir sagen, wir brauchen Familienpolitik in Deutschland, wir haben zu wenig Geburten. Dann muss man die Menschen vernünftig bezahlen, vernünftig ausstatten, vernünftige Bedingungen geben. Dann haben sie auch wieder Lust, wenn sie abends ins Bett gehen und müssen nicht über die Zukunft nachdenken. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist unser Punkt, den wir aufgreifen müssen. Und der vierte Punkt, warum die Löhne nach unten gerutscht sind, das ist die Tatsache, dass diese Bundesregierung, diese Kanzlerin und der Westerwelle, man muss sich das ja mal vorstellen, die einzig wirklich gute Botschaft aus der Regierung zurzeit ist, dass die FDP unter 5% ist. Das ist aber die einzige, liebe Genossinnen und Genossen.
Und diese 4,x%-Partei verweigert der ganzen Republik letztendlich einen vernünftigen Mindestlohn. Jetzt kriegen wir ab 1.5. die Freizügigkeit von Dienstleistungen in Europa. Schon jetzt gehen deutsche Firmen nach Polen, stellen dort Leute ein, die dann in der Bundesrepublik als Leiharbeitnehmerin oder Leiharbeitnehmer eingesetzt werden sollen. Uns geht es überhaupt nicht darum, dass wir doch nicht wollen, dass Leute zu uns kommen. Aber wir wollen, dass alle, die hier arbeiten, egal ob Deutscher oder anderer Nationalität, einen Lohn bekommen, von dem man leben kann. Das ist unsere Position, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb... Und deshalb lassen wir auch nicht nach an der Frage, dass wir sagen, wir wollen den gesetzlichen Mindestlohn und zwar flächendeckend und zwar für alle. Und wir wissen ganz besonders, dass Frauen diesen Mindestlohn brauchen, weil wir auch noch nach wie vor in der Bundesrepublik den Zustand haben, dass Frauen doch deutlich weniger verdienen als die Männer. Das ist mit der Linken auch nicht zu machen, liebe Genossinnen. Da wollen wir gleiche Bedingungen herstellen, auch für Frauen in dieser Situation. Partei der Verteilungsgerechtigkeit heißt auch, dass wir starke Gewerkschaften wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich weiß, das haben auch noch nicht alle in unserer Partei verinnerlicht. Sagt es auch in aller Kritik an den eigenen Laden. Es soll sogar Mitglieder geben, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind und noch nicht in einer Gewerkschaft. Als Linke. Liebe Genossinnen und Genossen, geht aus meiner Sicht auch nicht. Man kann ja nicht dauernd von Solidarität reden. Aber wenn es darum geht, im Betrieb die Solidarität mit seinen Beschäftigten zu üben, selber nicht Mitglied sein. Deshalb sage ich, wir wollen ja nicht nur Mindestlöhne. Wir wollen ja vernünftige Löhne, die deutlich drüber sind. Wir wollen starke Gewerkschaften, die das Lohnniveau wieder anheben können. Deshalb sind wir auch die Partei, die sagt, wir müssen das Streikrecht wieder so gestalten, dass das Streiken auch wieder möglich wird, dass sich wieder mehr an Streiks beteiligen, ohne Angst haben zu müssen. Ihr kennt die Situation dieser indirekten Wirkung bei Arbeitskämpfen, diese kalte Aussperrung, dass dieses nicht mehr auftreten kann. Das hat die Sozialdemokratische Partei, die Änderung des Streikrechts zugunsten der Gewerkschaften, 1998 den Gewerkschaften versprochen, die SPD hat es versprochen. Sie hat es nie eingehalten. Wir werden, wenn wir je in die Lage kommen, das durchzusetzen, als erstes einen solchen Antrag einbringen, dass das Streikrecht wieder vernünftig geregelt wird, dass die Menschen auch wieder vernünftige Löhne durchsetzen können in dem Land, liebe Genossinnen und Genossen. So. Also, erstens, die Linke ist die Partei der Verteilungsgerechtigkeit und zweitens, wir wollen auch als Volkswirt, würde ich sagen, bei der Sekundärverteilung, bei der Frage, wer finanziert den Staat und die Frage, wer kriegt eigentlich was vom Staat, wieder vom Kopf auf die Beine stellen. In den letzten Jahren wurde immer umverteilt über die Steuerkassen zugunsten der Reichen, zugunsten der Vermögenden. Liebe Genossinnen und Genossen, dann wird diskutiert über die Staatshaushalte. Die Staatshaushalte wären in einer schlechten Situation. Guckt mal nach Irland, dann wisst ihr warum. Es waren die Banken, die die Staaten in Unordnung gebracht haben. Es waren die Banken, die die Staatsfinanzen aus dem Ruder laufen ließen. Und jetzt zu sagen, jetzt muss gespart werden, liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß, ich bin in Baden-Württemberg, muss man das Thema vielleicht vorsichtiger diskutieren. Das mit dem Sparen. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt aber eine andere Möglichkeit, als bei den Armen sich das Geld zu holen. Es gibt die Möglichkeit, dass man die Staatshaushalte auch damit wieder ausgleicht und saniert, indem man die Einnahmenseite wieder stärkt. Wir wollen, dass die Vermögenden wieder einen Beitrag leisten in diesem Staat, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb sind wir... Deshalb sind wir die einzige Partei, die sagt, wir wollen eine Millionärsteuer einführen. Und dass jetzt hier keiner Angst kriegt, ist einer dabei, der Millionär ist ja vielleicht einer. Ja. Ich bin es übrigens nicht, und das sagt er so da. Ne? Ja. Also wenn da einer dabei wäre, er bleibt ungeschoren, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wollen das Vermögen besteuern, das über einer Million liegt. Also den ersten Euro, den er hat, über eine Million. Eine Vermögensteuer, eine Millionärsteuer. In fast allen vergleichbaren Industriestaaten gibt es eine Vermögensteuer. Wir wollen, dass die Vermögenden wieder einen Anteil sozusagen leisten müssen an der Finanzierung dieses Sozialstaats, aus dem sie sich immer mehr rausstellen. Und wir wollen auch wieder eine vernünftige Einkommensteuer erheben. Jetzt schreiben alle unsere Forderungen ab, liebe Genossinnen und Genossen. Selbst die Mittelstandsvereinigung der CDU ist jetzt für die Anhebung wieder der Einkommensteuersätze. Die wurden ja gesenkt von 53 auf 42%.
Alle sagen jetzt, die müssten wieder angehoben werden. Selbst die CDU, Teile der CDU, selbst die Grünen, selbst die SPD, die sie erst gesenkt haben, liebe Genossinnen und Genossen, sind jetzt auch wieder fürs Anheben. Wisst ihr, was das Problem ist? Alle schreiben bei uns ab, das Problem ist nur, sie werden noch nicht alle rot. Daran müssen wir noch arbeiten, liebe Genossinnen und Genossen. Daran müssen wir noch arbeiten. Aber wir sind die Partei, die wieder für eine vernünftige, gerechte Steuerpolitik sorgen will. Anhebung der Steuersätze, insbesondere für die, die in der letzten Zeit immer begünstigt waren. Das betrifft im Übrigen auch die Erbschaftssteuer. Und jetzt will ich euch mal was, ja, ihr kennt es ja vielleicht, aus meiner Heimat erzählen. Dort will die CSU die Erbschaftssteuer im Prinzip ganz abschaffen. Jetzt will ich euch mal einen Satz zitieren. Wer weiß, wo er her stammt, darf es sagen. Zitiert den Satz. Anführungszeichen. Die Erbschaftssteuer dient auch dazu, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Anführungszeichen. Wo steht es? Wer war das? Welcher Siebgescheide? Ich habe mir gedacht, die Juristen. Immer die Juristen. Stimmt, liebe Genossinnen und Genossen. Das steht in der Bayerischen Verfassung. Das bedeutet aber auch, wenn die CSU in Bayern zum Beispiel die Erbschaftssteuer ganz abschaffen will, verstößt es eindeutig gegen die Bayerische Verfassung. Da steht ja nicht, man könnte mal gegebenenfalls eine Erbschaftssteuer einführen, sondern da steht, die Erbschaftssteuer dient auch dazu, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu finden. Das ist eine Mussbestimmung. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist nicht zu akzeptieren, das sage ich mit aller Klarheit und mit aller Deutlichkeit, dass auf der einen Seite die Bayerische Staatspartei, CSU, offensichtlich die eigene Verfassung mit Füßen tritt, aber uns in Bayern nach wie vor als Partei vom Verfassungsschutz überwachen lässt. Die sollen sich bei der Staatsregierung auf den Schoß setzen, dann werden sie fündig, liebe Genossinnen und Genossen, und nicht bei uns. Und bei der Frage, die ebenfalls zur Debatte steht, wie stellen wir uns den Sozialstaat vor? Ist natürlich momentan aktuell, was Sie mit der Rente machen. Es ist aktuell, was Sie mit dem Gesundheitssystem machen. Sie lösen die paritätische Finanzierung der Sozialversicherungen auf. Und bei Rente mit 67, liebe Genossinnen und Genossen, da sind jetzt so viele Zahlen im Umlauf, dass der normale Mensch sich nur noch mit Schaudern abwendet. Zwei Punkte dazu. Die erste ist, vor kurzem war ein parlamentarisches Frühstück, das war sehr früh, trotzdem waren einige da. Das hat der Kollege Wiesehügel veranstaltet, der Chef der IGBAU. Dann hat er gesagt zu den anwesenden Abgeordneten, er hat gesagt, wisst ihr, wir streiten über Demografie. Da liegt ihr falsch, wir liegen richtig, aber das brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Aber ich will die Frage auf eine Antwort von euch haben in der Politik, hat er gesagt. Eine Antwort. Was habt ihr für Vorschläge für alle die, die nicht bis 67 arbeiten können? Was machen wir mit denen, hat er gesagt. Keine Antwort, liebe Genossinnen und Genossen. Keine Antwort. Und jetzt können wir kurz über Demografie reden, weil ich weiß, dass sicher auch hier der ein oder andere im Saal ist, der denkt, na eigentlich ist doch das, wenn wir länger leben, wenn die Rentenbezugszeit länger wird, und das ist ja unbestritten, wenn man mit 65 nach wie vor in Rente geht und man lebt 10 Jahre länger, hätte man 10 Jahre länger Rente, muss ja irgendwie finanziert werden. Ja, da muss uns doch was einfallen lassen. Frau von der Leyen sagt dann, ja, da müssen wir entweder die Rentenbeiträge anheben oder eben länger arbeiten, andere Möglichkeiten gäbe es nicht. Lass uns mal gucken, ob dieses Argument mit der Demografie eigentlich stimmt, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist für euch auch wichtig für die Infostände, weil das nach wie vor ein Thema sein wird. Das Bruttoinlandsprodukt, das ist der Kuchen, der zu verteilen ist. Der wächst mit einer Rate von 1,3-1,4% jährlich. Also der Kuchen, das Bruttoinlandsprodukt, Jahr für Jahr 1,4%. Zurzeit sogar über 3%, nächstes Jahr 2%, dann gibt es einen Einbruch, aber im Schnitt 1,3-1,4%. Ist denn dann der Kuchen im Jahr 2030 größer oder kleiner? Größer. Genau. So. Und was sagen uns jetzt die Demoskopen über die Frage, wie viele Menschen leben eigentlich im Jahr 2030 in der Bundesrepublik? Sind es mehr oder weniger? Weniger. Also haben wir einen größeren Kuchen, weniger Leute müssen sich den Kuchen teilen. Das ist Demografie. Und jetzt kommt Volksschule Sauerland, die hat allerdings nicht begriffen, der Münte. Können dann die einzelnen Kuchenstücke größer oder kleiner werden? Größer. Das ist der Punkt. Und die erzählen uns, aus demografischen Gründen müssen wir länger arbeiten. Wo ist denn der Haken an der Sache, liebe Genossinnen und Genossen? Die Sache hat natürlich einen Haken. Jemand klaut den halben Kuchen, bevor er an uns verteilt wird. Das ist doch der Punkt. Das ist doch der Punkt. Aber liebe Genossinnen und Genossen,
das hat überhaupt nichts mit Demografie zu tun, sondern das hat was mit Kuchenklau zu tun. Und den wollen wir Linke abstellen, liebe Genossin Gross. Das ist unser Job, das ist unser Gebrauchswert, den Kuchenklau abzustellen. So. Und weil das natürlich noch eine Rolle spielt, auch noch ein drittes Argument, und ich halte es auch für wichtig, weil der DGB-Vorsitzende hat jetzt vorgeschlagen, dass man möglicherweise heute dann die Rentenbeiträge anheben muss. Ja, wir haben die Bundesregierung gefragt in der großen Anfrage, um wie viel müsste denn der Rentenbeitrag höher sein im Jahr 2029, wenn die Rente mit 67 dann voll vollzogen wäre? Wie viel müsste denn der Rentenbeitrag höher sein? Dann haben die gesagt, 0,5% war die offizielle Antwort. Das heißt, paritätisch finanziert, 0,25% für den Arbeitnehmer oder für die Arbeitnehmerin. Wisst ihr, wie viel das ist beim Durchschnittsverdiener? 7 Euro. Das ist weniger, als eine Maß Bier am Oktoberfest kostet. Und ich habe noch niemanden getroffen, liebe Genossin Gross, nicht mal in Bayern, der wegen einer Maß Bier im Monat weniger 2 Jahre länger arbeiten will, Kolleginnen und Kollegen. Das ist die Realität. Das ist die Realität. So. Und deshalb sagen wir, wenn zurzeit nur 10% der Altersgruppe der 64-Jährigen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat, nur 10%, das sind die Zahlen der Bundesregierung, von der Leyen immer gerne unterschlägt, die sagt immer nur 60 bis 64. Wer sagt uns denn, dass in der Gruppe der 60 bis 64-Jährigen der mit 60 noch einen Job hat, auch noch einen hat mit 64? Genau in der Zeit gehen ja die Leute aus den Betrieben raus. Entscheidend ist also nur die Altersgruppe der 64-Jährigen. Und da wissen wir ganz genau, dass da eben 90% keinen Job hat. Und deshalb ist für 90% die Anhebung des Rentenalters nichts anderes als eine Rentenkürzung. Und deshalb sagen wir, liebe Genossinnen und Genossen, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Und wir werden uns nie und nimmer an einer Regierung beteiligen, in der das Rentenalter nicht wieder runterkommt, wenn es tatsächlich erhöht werden soll. Liebe Genossinnen und Genossen, das auch mit aller Klarheit. Und das ist der Gebrauchswert, liebe Genossinnen und Genossen, der Gebrauchswert, den die Linke für die Menschen hat. Das ist der Grund, warum wir gewählt werden, dass wir Positionen vertreten, wo die wissen, ja, da haben die recht. Das sind Positionen, ja, die nützen wir. Das sind Positionen, deshalb können die wählen. Und wenn dann immer noch eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer eine Partei wählt, die ihm die Rente kürzt, dann ist er wirklich selber schuld, liebe Genossinnen und Genossen. Das sollten wir ihm dann aber auch vorher sagen. Und dann sage ich noch einen Punkt, der ist wichtig. In Frankreich, liebe Genossinnen und Genossen, da wird das Rentenalter nur von 60 auf 62 erhöht. Und die machen Rabatz ohne Ende. Kräftig. Mit Benzin und so, da war schon was los, liebe Genossinnen und Genossen. Ich stelle mir eigentlich vor, und ich möchte es hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil an dieser Stelle schon Gewerkschaftsvertreter gesprochen haben früher, vor denen ziehe ich heute noch den Hut. Und ich möchte noch sagen, es wäre mal eine gute Idee vom DGB, hinzukriegen, dass wir wenigstens einen Aktionstag gemeinsam mit den Franzosen hinkriegen, wenn es darum geht, die Rente in Europa zu verteidigen. Und damit bin ich auch schon beim dritten Block, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist die Frage der Demokratie. Wir merken, dass wir in dieser Bundesrepublik eine Entdemokratisierung erleben. Wenn die Bundeskanzlerin die Atomindustrie einlädt, weil sie deren Atomkraftwerke länger laufen lässt, dann sagt die, wir wollen für euch ein bisschen eine Steuer, so und so viel, dann sagen die Atomkraftwerke nein, die Atomkonzerne nein, dann sagt die Kanzlerin, wie viel wollt ihr den Freiwilligen zahlen? Dann sagen die so und so viel, dann sagt die abgemacht. Und dann gehen die ins Parlament und wir beschließen das, was die ausgemacht haben. Kein Arbeitslosengeld-Zweibezieher ist gefragt werden, ob mit 5 Euro reichen, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist der Unterschied. Wenn es um die private Krankenversicherung geht, wird die private Krankenversicherung eingeladen. Wie viel wollt ihr denn beitragen zum Gesundheitssystem? Merkt ihr, was da passiert? Die sozusagen in dieser Gesellschaft die wirtschaftliche Macht haben, werden anders behandelt als die, die sie nicht haben. Das ist eine Entdemokratisierung dieser Gesellschaft. Damit muss Schluss sein. Und ein Punkt, wie wir damit Schluss machen können, ist, dass wir die Bürger selber entscheiden lassen, dass wir direkte Demokratie üben, liebe Genossen, wie wir unser Land gestalten wollen. Warum dürfen wir eigentlich nicht abstimmen? Die Schweizer dürfen das auch, ob sie länger wie mit 65 arbeiten wollen, liebe Genossen, Genossen. So blöder, viel, ich sag's mal so, liebe Genossen, die im Bundestag vertretenen Personen, die meinen immer, sie wären viel gescheiter als die Bürger. Sie sind nur an einem Punkt klüger, das meine ich jetzt ironisch, dass sie ein Rentensystem machen für die Bürger und eins für sich selber, das ist immer besser.
Das ist der Unterschied. Und deshalb sagen wir, lassen wir die Bürger selber abstimmen über solche Fragen. Dann, und zum Beispiel auch bei euch an eurem Bahnhof hier in Stuttgart. Dann ist nämlich das Thema sehr schnell geputzt, liebe Genossinnen und Genossen. Dann ist es sehr schnell erledigt. Und der weitere Punkt. Ein weiterer Punkt, der damit zusammenhängt, liebe Genossinnen und Genossen, das ist auch die Frage des Streikrechts. Ich habe vorher angesprochen, Streikrecht der Gewerkschaften. Es geht aber um mehr. Es geht auch um die Frage des politischen Streiks, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich möchte auch da nochmal deutlich machen, wo unsere Rolle ist. An diesem Streikrecht kann man sehr deutlich sehen. Unsere Rolle ist auch die Rolle des Motors für vernünftige soziale, wirtschaftliche Veränderungen in diesem Land. Wir waren die, die das Thema aufgegriffen haben. Selbst der DGB Bayern, der ja auch nicht durch revolutionäre Taten glänzt in der letzten Zeit, aller Vorsicht, selbst der DGB Bayern hat auf seiner letzten Landesbezirkskonferenz beschlossen, für das Recht auf politischen Streik einzutreten. Hervorragend. DGB Bayern. Ich gebe zu, es war noch eine knappe Mehrheit. Inzwischen hat Frank Zierske, der Vorsitzende von Verdi, dieses Thema aufgegriffen und gesagt, ja, wir brauchen das Recht auf politischen Streik, liebe Genossinnen und Genossen. Wisst ihr, warum das so notwendig ist? Es ist deshalb so notwendig, weil diese Regierung und möglicherweise jede Regierung, die Korrektur durch das Volk braucht, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn alle Macht in dieser Demokratie, so steht es in unserem Grundgesetz, vom Volk ausgeht, dann ist es unakzeptabel, dass den Bürgerinnen und Bürgern der Bundesrepublik das Streikrecht, das politische Streikrecht, verweigert werden soll, liebe Genossen. Das ist absolut unakzeptabel. Und zur Frage der Demokratie, und wir sind die Partei der Demokratie, gehört auch die Frage, und das sage ich bewusst auch zu einer Landtagswahl, da gehört auch die Frage, dass es eins mit uns nicht geben darf, nämlich eine weitere Privatisierung von öffentlichen Einrichtungen, liebe Genossinnen und Genossen. Auch das ist eine Form von Entdemokratisierung. Wer bestimmt denn dann eigentlich drüber, über die Dinge? Wer bestimmt denn dann eigentlich, was läuft? Das geht doch runter bis auf die Kommune. Was soll denn ein Bürgermeister noch machen, wenn er nichts mehr hat? Keine Wohnungen mehr, weil er die schon verscherbelt hat. Letztendlich keine öffentlichen Einrichtungen mehr, weil er die schon privatisiert hat. Dann verkommen bei uns Bürgermeister zu Grüß-Gott-Augusten. Das wollen wir nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wollen eine starke Gemeinde, wir wollen aber auch Eigentum, staatliches Eigentum, um damit beeinflussen zu können, wie es den Bürgerinnen und Bürgern geht. Das hängt auch zusammen, wer eigentlich die Energie bei uns besitzt. Und deshalb treten wir Linke dafür ein, dass die Stromversorgung wieder unter öffentliche Kontrolle gerät, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist nämlich ganz entscheidend. Und ein letzter Punkt, der auch mit Demokratie, können noch viel mehr Punkte aufhören, aber der mir noch sehr wichtig ist, das betrifft die Banken. Weil da wird so getan, weil wir in unserem Programmentwurf stehen haben, wir wollen die Banken unter gesellschaftliche Kontrolle. Jetzt ist ein Aufschrei und das wäre ja alles ganz schlimm und Verstaatlichung und so. Liebe Genossinnen und Genossen, ist doch gar nichts Neues, was wir wollen. Die Hypo-Realität haben wir doch schon verstaatlicht. Warum nehmen wir eigentlich immer nur die maroden Banken? Das müssen wir uns doch fragen, liebe Genossinnen und Genossen. Warum nehmen wir nur die maroden Banken? Und ich kann auch sagen, warum es notwendig ist, dass wir uns mit dieser Frage ausführlich beschäftigen. Wenn einer von euch einen Überziehungskredit will, ist er teilweise mit 18% Zinsen dabei. Wenn ein Mittelständler einen Überbrückungskredit braucht, weil er vielleicht im Winter produziert, im Sommer erst verkauft, im Sommer erst die Einnahmen hat, zahlt der Zinsen, ist ein exorbitant. Und die Banken bekommen ihr Geld für 1% bei der Europäischen Zentralbank. 1% Leihen, 18% Verleihen. Das ist ein guter Wucherzins, liebe Genossinnen und Genossen, den wir da erleben. Und dann nehme ich mal noch bei unseren ehemaligen Bundespräsident Köhler, also den Bundeshorsti. Der Horst, der den Adler verlassen hat, normalerweise verlässt er den Adler den Horst, bei dem war es umgekehrt. So. Dieser Horst hat noch, bevor er gegangen ist, einen ganz wichtigen Satz gesagt. Der hat gesagt, die Banken, die Finanzindustrie ist Dienstleister der Realwirtschaft. Und das sind sie nicht mehr, sondern sie zocken. Und wenn sie zocken, wird eine berühmte, ganz wichtige Regel der Ökonomie nicht missachtet. Das ist die VNKN-Regel. Kennt ihr einer? Von nichts kommt nichts, liebe Genossinnen und Genossen. So einfach ist die Regel. Und wenn das Geld, das in der Realwirtschaft erwirtschaftet wird, im Finanzsektor versandet, liebe Genossinnen und Genossen, dann behindert es die ökonomische Entwicklung einer Volkswirtschaft.
Und deshalb sagen wir, es ist richtig, dass wir Banken unter gesellschaftliche Kontrolle stellen, dass wir sagen, wir wollen die Banken als öffentliches Eigentum. Und es ist auch richtig, dass man natürlich gleichzeitig den Finanzsektor wieder regulieren muss, weil es sonst nichts nutzt, weil die Bayerische Landesbank, die WestLB und alle anderen genauso gezockt haben wie die anderen. Deshalb brauchen wir einen regulierten Bankensektor und deshalb brauchen wir Eigentum des Staates am Finanzsektor, dass wir das einigermaßen wieder vom Kopf auf den Beinen auf den Kopf stellen oder von dem Kopf auf die Beine stellen, liebe Genossen, wie ihr auch immer wollt. Und das ist überhaupt nichts Außergesetzliches. Das ist aber überhaupt nichts, was außerhalb der Verfassung wäre, liebe Genossen und Genossen. Sondern selbst in der bayerischen Verfassung, aber auch in der Bundesverfassung heißt es, dass wir solche Enteignungen durchaus durchführen sollen, wenn es dem öffentlichen Wohl dient. Und dass die Banken sich um alles anderes gekümmert haben, als um das öffentliche Wohl, das brauche ich doch wohl nicht mehr sagen. Das wird offenkundig. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin am Ende meiner Zeit. Deshalb will ich zum Schluss nur noch den letzten Punkt ganz kurz ansprechen. Und das ist der Punkt, der zusammenhängt mit unserer Friedenspolitik. Liebe Genossinnen und Genossen, auch da gilt, alle schreiben bei uns ab. Als wir vor 3 Jahren im Bundestag diskutiert haben, raus aus Afghanistan, waren wir die Einzigen. Inzwischen gibt es keine Partei mehr, die über einen Ausstieg aus Afghanistan, sogar über einen Zeitpunkt diskutiert. Selbst bis zu Präsident Obama hat sich das rumgesprochen. Er diskutiert jetzt auch schon über einen Ausstiegstermin. Also, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben auch da eine Position, die war richtig und es gibt nicht den geringsten Grund, sie zu verändern. Und unsere Position an dieser Frage ist, wir wollen keine Kriegseinsätze im Ausland mit unserer Bundeswehr. Und dabei muss es bleiben, liebe Genossinnen und Genossen. Da rücken wir auch nicht von ab. So, und ganz zum Schluss. Nochmal zur Strategie. Es ist viel diskutiert werden, müssen wir nun so eine Strategie wechseln. Die SPD schreibt bei uns ab, die Grünen schreiben bei uns ab, die Kanzlerin ist schon fast sozialdemokratisiert und jetzt müssten wir uns doch darauf einstellen und dann die Perspektive von Rot-Rot-Grün möglich machen, indem wir jetzt unsere Strategie ändern und möglichst brav unsere Positionen so verändern, dass wir dann koalitionsfähig werden. Liebe Genossinnen und Genossen, eine klare Aussage an dieser Stelle. Wir brauchen überhaupt keine andere Strategie. Unsere Strategie war erfolgreich. Unsere Strategie bestand darin, eindeutig und klar zu positionieren, was wir wollen und wie wir das hinkriegen wollen. Zum Beispiel auch, wie wir unsere Vorschläge finanzieren. Und weil das so ist, waren wir erfolgreich. Und selbst wenn wir natürlich das Ziel haben, dass wir Schwarz-Gelb ablösen, müssen wir natürlich gleichzeitig das strategische Ziel haben, dass Rot-Grün, nämlich SPD und Grüne, nicht allein regieren können, weil Rot-Grün alleine ist Harz, ist Steuersenkung für die Reichen und völkerrechtswidrige Kriege. Und das wollen wir nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Das wollen wir nicht. Deshalb müssen wir so stark sein, 2013. Dass Rot-Grün auch ohne uns nicht regieren könnte. Das werden wir aber nur, wenn wir mit klaren Positionen antreten 2013, wenn wir bis 2013 auch weiterhin klare Positionen haben, wo wir sicher an der einen oder anderen Stelle vielleicht unser Profil ein wenig polieren, aktualisieren, aber keineswegs sozusagen anpassen an eine mögliche Koalition. Würden wir, dann würde es uns gehen wie dem Jäger, der sagt, ich möchte zwar den Hasen schießen, aber dass ich mich dabei nicht verletze, werfe ich mir vorher das Gewehr schon weg, liebe Genossinnen und Genossen. Dann werde er den Hasen nie erreichen. Wir werden nur überhaupt ernst genommen und überhaupt so stark, dass wir über diese Frage Koalitionen überhaupt nachdenken können, wenn wir mit klaren Positionen von den Wählern auch gewählt werden. Und das wird man nur mit einem klaren Profil und nicht mit Anpassung. Dazu möchte ich euch aufrufen, die besten Wünsche für euren Wahlkampf. Wir werden das auf der Bundesebene so gut wir können unterstützen. Das sage ich euch zu. Wir möchten, dass wir einen Sieg davontragen bei dieser Landtagswahl. Ich danke fürs Zuhören.